So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Darkest Dungeon Challenge mit unserem Mecha-Gnom-Mönch. Scheinbar eine ziemlich geile Kombi, wenn man bedenkt, wie lange wir jetzt mittlerweile mit ihm durchgehalten haben. Also ich muss sagen, das ist die längste Siegesserie, die wir mit einem Charakter jemals hinter uns haben. Und das ist schon traurig, wenn man bedenkt, wie viele Dungeons wir es gerade mal geschafft haben, ja. Es ist nicht super viel. Es ist nicht super viel. Aber kommen wir zum Thema zurück. Ich habe jetzt in Suldrak geschafft, die Quest soweit abzugeben, um Level 18 zu kommen. Aber wenn wir jetzt noch Level 19 erreichen würden, das wäre es jetzt, dann kriegen wir Gleichgewicht des Braumeisters. Sämtlicher Schaden um 10% verringert, Rüstung steigt um 25% und Ausdauer um 30%. Also wir werden um einiges tankiger und das wird dann die Challenge noch ein bisschen für uns, zu unseren Gunsten noch ein bisschen besser machen. Aber da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir mit unserem Charakter soweit kommen müssen. Aber ich schweife nicht lange drum rum. Kommen wir zu den Handicaps und mal schauen, wie das Schicksal uns so hold ist. Dann rollen wir mal den Würfel und kriegen die Nummer 10. Aufopferung. Jedes Mal, wenn in der Dungeon ein Spieler stirbt, außer man selbst, lege ein Ausrüstungsteil für den Rest der Dungeon ab. Stirbt der Heiler, lege gleich 2 ab. Also machbar, um ehrlich zu sein, also wenn sich die Gruppe nicht so dumm anstellt und ich als Tank meinen Job einigermaßen gut hinbekomme, dann sollte auch da nichts sterben. Das ist halt so das Ding. Es sei denn, die machen irgendwas Komisches oder es kommt richtig hart auf hart und ich muss die Agro so ein bisschen aufsplitten, damit ich selber nicht sterbe. Ja, dann kann es sein, dass ich dann was ablegen muss. Aber ich hoffe mal, wir müssen es nicht machen. In dem Sinne, Leute, würde ich sagen, machen wir kurz hier so einen kleinen Schnitt und sehen uns in der nächsten Dungeon wieder. Ne? Ist entweder Azul Nerub oder die violette Festung. Mal sehen, was es von beiden werden wird. Da sind wir wieder. Azul Nerub wird es sein. Da bin ich mal gespannt. Es ist eine recht schnelle Dungeon. Und solange man nicht großartig körperlich eingeschränkt ist, indem man mit einer Hand oder mit nur, keine Ahnung, 3 Fingern spielen muss, ist das eigentlich eine recht machbare Sache. Plus 3 Quests, die wir erledigen können, um hier so ein bisschen unser Level zu boosten. Ich meine, wie schon erwähnt, ich brauche das Level 19. Level 19 wäre hier auf jeden Fall geil. Dann würden wir um einiges vorankommen. Und ich würde mal sagen, wenn wir es schaffen würden, haben wir eine gute Chance. Eine sehr, sehr gute Chance, dass wir hier wahrscheinlich auch eine ganze weitere Weile überleben werden. Ist nur meine Meinung. Also, wie gesagt, 10% weniger Schaden, mehr Rüstung, mehr Leben. Einfach alles mehr. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Das könnte mich auf jeden Fall ganz weit voranbringen. Und ihr wisst, Leute, diejenigen unter euch, die vielleicht sich diese Serie angucken, wissen, so viel Glück, was das angeht, habe ich nicht. Da sind wir immer diejenigen. Oh nein, Leute, das muss jetzt, das muss nicht sein. Das ist jetzt wirklich eine Scheiße, das muss jetzt nicht sein. Ich hasse es, wenn Leute so eine Scheiße machen. Ich hasse es. Deswegen werde ich sie auch nicht, ich werde da auch nicht unbedingt großartig viel Agro nehmen, ne? Okay, ich werde jetzt mich erstmal hier so Shadow Clone Jutsu. Okay, genau, ja, ist okay. Genauso mache ich das. Habe ich gar kein Problem, dass andere Leute dafür... Scheiße, wobei, ne? Unser Handicap ist, wenn Leute sterben, dann geht's mir auch schlecht. Okay, gut. Erstmal berühren. Das ist dann nicht so geil, ne? Wenn das dann so ein Handicap... Das ist es ja. Das ist, an sich ist es ja schon eine ziemlich beschissene Angelegenheit, ne? Einerseits denkst du, ja, okay, dann stirbt der Boy halt, so nach dem Motto. Aber, Bro, er killt mich gerade. Aber wenn einer von denen stirbt, geht es mir ja auch schlecht. Also es wird ja auch für mich schlecht. Ah, das ist nicht so geil. Muss ich mir überlegen, wie ich das jetzt am besten angehen werde. So, erstmal ein Stun rein. Angriff, Angriff, Angriff. Also wenn die Leute schon so behindert sind, dann weiß ich nicht, wie es dann in den nächsten Bossen gleich sein wird. Weil ganz ehrlich, das kann, also hier ist es ja noch okay. Und gleich kommen nochmal die ganzen kleinen Ads, die wir noch töten müssen. Ja, das wird auch nicht gerade unbedingt... Ja, okay, boah, Alter, die haben 9 Fax! Junge, okay, ich merk schon. So, solche Leute sind das hier auf jeden Fall, mit denen wir hier spielen werden. Toll. Wirklich toll! Es wäre schön, wenn wir die Bosse so schnell wie möglich töten, weil ich sehe schon die kleinen Ficker da auf uns zu kraulen. Sie sterben zwar schnell, aber es sind nur die Kleinen. Die Großen sind das größere Problem. Es ist immer so hart an der Grenze. Es ist wirklich immer so hart an der Grenze. Direkt anziehen, den ganzen Bums hier.
Ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr von allem. Vielleicht rettet uns das noch den Arsch. Vielleicht aber auch nicht. Die Leute sind richtig, die haben ja gar keinen Bock. Die haben ja wirklich gar keinen Bock, so richtig, sagen wir mal, nach Protokoll zu spielen. Ah, Leute. Aber ey, wir haben ja den Test gemacht, seien wir mal ehrlich, bei der Horde läuft das auch nicht gerade unbedingt besser. Wir haben es ja wirklich ausgetestet, wo ja viele gesagt haben, ja, bei der Horde wäre das denn natürlich nicht passiert. Also ich kann euch schon mal sofern verraten, diejenigen, die sich die Parts angeschaut haben, das passiert doch bei der fucking Horde. Das ist scheinbar eine gesellschaftliche Krankheit, dass hier Leute einfach nur zu hohl sind, mal ein bisschen den Tank mal seine. Oh, den Tank einfach mal seine Scheiße machen zu lassen. Oh nein, er darf nicht sterben, er darf nicht sterben. Ganz, ganz cool, ganz cool, ganz cool, ganz cool. So, jetzt wartet einfach, bis der fucking Boss kommt. Ist das hier irgendwie in eurem Repertoire drinne? Ich weiß, es ist viel verlangt, aber es ist auch zu uns. Oh, einer ist gestorben. Jo, nächstes, erstes Ausrüstungs. Es ist auch der Heiler, ne? Ich bin tot. Ich musste diese Wut in mich bringen. Scheiße, Mann. Ich hab mich selbst verflucht. Ich hab mich einfach fucking selbst verflucht. Ja, Leute, das war's. Ich habe ja gesagt, das ist der letzte Versuch, den ich jemals mit Darkest Dungeon Challenge für diese Erweiterung starten werde. Vielleicht irgendwann mal, wenn diese Drachenerweiterung, was es auch immer werden wird, irgendwann starten werde, dann kriegen wir das bestimmt mal hin, dass wir es nochmal irgendwann angehen werden. Der Mecha-Gnomen-Mönch war schon auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Vielleicht probiere ich mal eine andere Mixtur oder eine andere Mischung. Ich bin noch gespannt. Ich weiß es nicht. Ich werde mir auf jeden Fall wirklich viele Gedanken machen und ich werde mir auch diesmal fucking viele Guides angucken, um herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist, endlich mal weit zu kommen in diesen beschissenen Darkest Dungeon Challenge. Also ich habe auch keine Ahnung mehr. Langsam gehen mir auch echt so ein bisschen die Ideen aus. Aber Leute, das war's. Das war wieder mein unwürdiges Ende, aber ja, mit solchen Leuten kann man auch nichts anderes erwarten. In dem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Erweiterung mit der Darkest Dungeon Challenge wieder. Bis dahin. See ya.